In diesem Beispiel haben wir einen technischen Alarm ausgelöst. Hier kommt es zu einer Abweichung des voreingestellten Drucks einer Kesselanlage. Der Bediener nimmt diesen Meldungseingang im WinGuard hier unten an und sieht die hinterlegten Grafiken des Meldepunktes, der halt hier ausgelöst ist. Nun, nach Annahme des Alarms, soll der Bediener die hinterlegten Maßnahmen zügig abarbeiten. Bei den Maßnahmen ist es so, dass die sowohl automatisch als auch manuell ausgeführt werden können. In diesem Beispiel soll der Bediener jetzt hier oben Kamerabilder prüfen. Hier ist es so, dass eine Kamera mit diesem Datenpunkt verknüpft ist und sobald der Bediener hier oben die Schaltfläche auslöst, die Kamera hier angezeigt wird. In der kleinen Checkbox bestätigt der Bediener, dass er diese Maßnahme durchgeführt hat. Nun soll er entscheiden, ob Personen möglicherweise in Gefahr sind. Nach Inaugenscheinnahme der Situation durch das Videobild, was wir gerade gesehen haben, ist es wahrscheinlich, dass Personen sich in Gefahr befinden. Also müsste er diese Frage mit Ja beantworten und möglicherweise zur Schadensbegrenzung das Gebäude evakuieren. Im Anschluss könnte er nun in die technische Steuerung über die bidirektionale Schnittstelle zum Kessel den Kessel herunterfahren und kontrollieren, ob sich der Druck nun normal verhält. Wenn wir in diesem Beispiel das Szenario eskalieren, dann verhält sich der Druck noch nicht normal, sodass er möglicherweise eine zweite Maßnahme ausführen muss und das Überdruckventil öffnet. Und im Anschluss hätte er jetzt hier doch die Möglichkeit, ein Reparaturticket zu erstellen, sodass dann der Kessel auch instand gesetzt wird. Bei Erstellen von diesem Ticket können Sie sich so vorstellen, dass diese Information an ein externes Ticketing-System über eine Schnittstelle eingestellt wird und zum Beispiel in der technischen Abteilung dort das Ticket bearbeitet wird und nachdem dann die Reparatur erfolgt ist, kommt dann die Meldung ins WinGuard zurück, dass die Reparatur abgeschlossen ist und insofern kann der Bediener mit der Abarbeitung weiter fortfahren. Sobald die Meldung abgeschlossen ist, kann der entsprechende Bericht an verantwortliche Personen versendet werden. Und auch in diesem Fall ist es so, dass eine lückenlose Dokumentation zu einer Minimierung des Haftungsrisikos führen kann, beziehungsweise, Sie haben es hier an diesem Beispiel gesehen, solche Meldungseingänge schlimmeren Schaden möglicherweise nach hinten raus verhindern können.